Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wir sind das letzte Mal hier erfolgreich mit dem Anfang der vierten Welt durchgestartet. Ozeanien heißt diese. Und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich hier beim vierten Level. Tentaklos hieß es, glaube ich. Ja. Und das klingt doch nach irgendeinem Tintenfisch, Oktopus, was weiß ich. Und so sah es auch auf der Karte aus, auf der Oberwelt. Deshalb bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Ich kann mich nicht mehr so an das Level erinnern, tatsächlich. Vielleicht kommt es später wieder, ich weiß es nicht. Vielleicht erinnere ich mich bloß nicht an den Anfang. Kann natürlich auch gut sein. Deshalb würde ich sagen, spielen wir das Ganze jetzt erstmal. Und ich warte erstmal, bis die Fische sich umdrehen, dass ich sie töten kann. Denn ihr habt ja gesehen, die hatten so einen spitzen Schnabel. Nee, wie heißt es beim Fisch? So eine spitze Nase, sage ich mal, oder? Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Ihr habt die Fische gesehen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und ja, den ersten Checkpoint haben wir auf jeden Fall schon erreicht. Das ist eine sehr gute Sache. Ah, und ich glaube, ich erinnere mich. Ja. Doch, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, jetzt kam diese Riesenkrake. Doch, ja, jetzt. Jetzt weiß ich wieder, warum das Level Tentaklos hieß. Ich konnte mich tatsächlich nur nicht an den Anfang erinnern. Das war das Level mit der Riesenkrake. Und da gab es auch ein paar böse Stellen. Vor allem, weil privat habe ich die 100% gespielt. Und das war ein sehr großes Problemlevel bei den 100%. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und ja, deshalb mache ich das Let's Play chillig. Ohne 100%, einfach nur das pure Durchzocken. Genau. Ich habe schon öfters gesagt, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und wenn nicht, dann tut's mir leid. Genau. So, warte. Klappt der jetzt nicht, seine Tentakel, sein, heißt es so, Tentakel, um? Ich weiß es nicht. Umklappen, wie auch immer. Ihr seht, was ich meine, ne? Der versucht uns halt zu suchen, ne? Deshalb tastet er da alles ab. Und GG, erstmal Cranky verloren. Cranky, die alte Sau. Nicht Cranky, Cranky heißt er. Jetzt offiziell bei mir, ne? Wisst ihr Bescheid? Und Wahnsinn, wie viele Checkpoints es in diesem Level gibt. Das war jetzt, glaube ich, schon der zweite oder dritte, ne? Checkpoint. Genau. Ist schon erstaunlich. Aber das ist in dem... Das finde ich auch gut, dass sie in so einem fiesen Level auch mehr Checkpoints einbauen. Weil sonst wäre es asozial. Ich stecke hier einfach die Treffer ein, es ist mir egal. Weil das Level ist einfach sehr, sehr böse. Und kriege ich bitte wieder Luft? Dankeschön. Oh, shit, ist das knapp. Ist das knapp. Ich wäre gerade fast gestorben, ne? Ich wäre gerade einfach fast gestorben. Hoho. Hoho. Alter. Falter. Ist das krass. Ah, und genau. Jetzt muss ich noch hier diese Dinger treffen, um die Krake zu töten. Aber das war's von dem Level. War sehr, sehr cool. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Aber wenn ihr versucht, die 100% zu holen, das Level ist sehr fies, Leute. Seid euch das bewusst, ne? Es muss euch bewusst sein, wenn ihr die 100% macht. Das Level ist sehr fies bei den 100%. Aber auch egal. Ich würde sagen, es geht weiter mit Fiesta Kavum. Dem fünften Level der vierten Welt. Und Kavum klingt doch nach irgendeiner Explosion, ne?
Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Eine Erahnung, was das für ein Level war. Es war doch mit diesem Kalkgestein, genau, oder? Ist das Kalkgestein? Genau, ich glaube, das ist Kalkgestein. Und Kavum war wegen den ganzen Melonenbomben. So, kannst du noch eine schießen? Genau, dann warte ich hier mal kurz. Was ist denn da? Eine Bananenstaude nur. Schade. Hätte ich jetzt mehr erwartet eigentlich fast schon. Aber nicht so schlimm. Genau. Oh shit. Ich dachte, er hält sich fest. Ja, GG. Erstmal sterben in dem Level. Erstmal sterben. Aber nicht so schlimm. War ja erst der Anfang. Genau. Ist nicht so schlimm. Schwupps. Genau. Wir sind ja schon wieder da. Dann lasse ich jetzt das K einfach in Ruhe. Und dann passt das schon. Dann kann mir gar nicht viel passieren. Eigentlich, ne? Wenn ich mich halt nicht dementsprechend dumm anstelle, so wie hier. Kriege ich die Banane noch? Nein, natürlich nicht. Hab sie doch berührt. Ach komm schon. Und hier ist auch schon der erste Checkpoint schon wieder. Wow, in letzter Zeit sind sie großzügig mit den Checkpoints, oder? Kommt mir zumindest so vor, ein bisschen. Muss ich doch sagen. Aber habe ich an sich nichts dagegen, ne? Habe ich an sich nichts dagegen. Genau. Und euch kann ich doch bestimmt mit Cranky töten, wenn sich der Stock wenigstens aktivieren würde. Dankeschön. Vielen Dank für gar nichts. Ne, Spaß, passt schon. So, hier, flop. Da drauf. Und hier schnell durchschießen. Alter. Alter, hier sind viele Bomben. Ich habe sie irgendwie überlebt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Aber die Hauptsache ist ja, dass ich überlebe. So, gib mir mal noch eine Bombe. Ich glaube, die brauche ich hier, oder? Ja, genau, dann schieße ich mir den Weg frei und schieße mich auch mit einem Fass frei, praktisch. Wie komme ich jetzt auf Frass? Das klingt aber blöd, ne? Ich erfinde auch immer wieder neue Wörter. Ist doch geil, oder? Leute, ist das geil oder ist das geil? Meine neuen Wörter, wie Frass statt Fass. Ich finde, das sind geile Wörter. Auf jeden Fall. Und, oh, das ist eine gefährliche Stelle. Shit. So. Aber, passt schon. Hauptsache, wir schaffen das alles. So. Wir haben es zumindest bis zum nächsten Checkpoint geschafft. Und von daher ist es eigentlich schon ein Erfolg, ne? Finde ich auf jeden Fall. Genau. So, Alter, das dreht sich schnell. Das dreht sich sehr schnell. Und hier töte ich dich erstmal. Ist hier ein Herz drin vielleicht? Nee, bloß eine Bananenstaude. Von mir aus. Und als ob der mich jetzt getötet hat. Ich wollte gerade die Rolle machen. Ich wollte gerade die Rolle machen, um ihn zu töten. Aber GG. Er hat keine Rolle gemacht. Und hier habe ich nicht schnell genug reagiert, weil ich ein Idiot bin. Aber egal. Da gibt es ein paar Fails für die Quote. Dann werden die Videos besser geklickt. Ja, das ist der Geheimtrick dahinter, Leute. Ne, eigentlich nicht. Aber wäre lustig, wenn, ne? Wäre lustig, wenn. So. Auf jeden Fall. So, und jetzt macht die Rolle bitte. Dankeschön. Jetzt macht er natürlich die Rolle. Und wow. Was ist denn das für ein Dicker? Ist das krass. Ah, shit. Komm, töte ihn. Genau. Perfekt. Und hier ist auch schon das Ziel. Perfekt. Nice. Mit dem Level hatte ich jetzt tatsächlich ein paar Problemchen. Aber ich habe es geschafft. Und das ist die Hauptsache. Genau. Na, 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 na. Okay, was kommt denn jetzt für ein Level?
Koralligalli. Soll ich das noch probieren? Komm, ich glaube, das probiere ich noch. Wenn wir es nicht schaffen, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wir schauen es uns auf jeden Fall noch an. Ich würde sagen, ein paar Versuche investieren wir hier rein. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, wenn ich schaffe, dann schaffe ich es. Und wenn nicht, dann machen wir das im nächsten Part. Ist ja auch kein Problem. Genau, wir haben ja schön Zeit, ne? In diesem Let's Play. Wir haben ja schön viel Zeit. Wir wollen das alles ja schön gemütlich angehen. Ohne Stress. Und ja, ich sehe schon hier. Muss ich immer diese ganzen Dinger drin. Und ich glaube, mit Koralligalli könnten diese Piekse-Teile gemeint sein, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder diese Piekse-Dinger, ich weiß es nicht. So. Hier schön vorsichtig sein. Und... Oh, ist das knapp? Ja, das ist sehr knapp. Wow. Hoho. Hier muss ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen konzentrieren. Dezent. Wenn nicht sogar de Euro. Ich weiß, der Witz war schlecht. Aber, ja, ne? Von mir kennt ihr ja eh keine guten Witze. Schwupps. Deshalb Hauptsache, ist, dass wir das Level gut meistern. Genau. Schwupps. Hier erstmal runterschießen. Und, wow. Hier jetzt schön vorbeischwimmen. Und hier hoch. Finde ich aber auch schon wieder sehr, sehr cool gemacht, dieses Level. Muss ich auch schon wieder sagen. Ist schon wieder sehr cool gemacht. Wow, hier muss ich jetzt die perfekte Lücke finden. Wow. Ist das knapp? Wow. Ja, aber ich habe es hingekriegt. Und das ist das Gute daran. Wow, was muss ich denn jetzt hier machen? Wo geht's denn hier jetzt weiter? Wo geht's denn hier jetzt weiter? Unten oder was? Anscheinend. Ah, und hier muss ich jetzt immer wieder solche Dinger drehen. Ne? Anscheinend. Scheint mir so, ne? Ja, jetzt geht's noch weiter runter. Dann wieder auf der rechten Seite wahrscheinlich so ein Drehteil. Genau. Ah, da ist ein Prinzip dahinter. Aber ein sehr cooles Prinzip, wie ich finde. Ein sehr cooles Prinzip, wie ich finde. Und hier geht es jetzt weiter. Perfekt. Warte, was ist denn in der Kiste hier? Ist da irgendwas? Eine Bananenstaude? Ja, warum nicht? Nehme ich doch gerne mit. So eine Bananenstaude. Ist doch lecker. Ich meine, wenn sie einfach so auf dem Weg liegt, ne? Shit. Erstmal Dixie verloren. Und noch ein Herz. Ja, GG, ne? Alter Falter. Jetzt bin ich einfach in einem Zahnradwerk. Jetzt bin ich einfach in einem Zahnradwerk. Keine Ahnung, was das soll, aber das ist sehr, sehr gefährlich, Leute. Das ist sehr, sehr gefährlich. Aber hier kriege ich jetzt wenigstens wieder meine geliebte Dixie. Bitte. Ich möchte Dixie. Dankeschön. Sehr nett von dir, liebes Spiel. Sehr nett. Och, komm schon. Schwimm doch da unten durch. Ja, okay, dann schwimme ich mal ein bisschen vorsichtiger. Mann. Mann. Dann halt nicht. Dann schwimme ich halt unvorsichtig. Mann, ey. Dafür wird dann diese Stelle hier spannend. Oh, ha, ha, ha. So. Vor allem am Schluss dann dieses große Zahnrad, ne? Es kommt doch jetzt gleich schon wieder, ne? War das jetzt nicht hier irgendwo? Ich glaube schon, ne? Und ich muss eher schnell durch. Mann, ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Da wäre ich auch so nicht mehr durchgekommen. Das kannst du dir knicken. Ach komm schon. Ist hier ein Herz drin?
Nein, natürlich nicht. Ach, komm schon. Och Mann. Ich hab langsam dezent das Gefühl, dass man da nicht durchpasst mit Dixie. Oder was? Hab keine Ahnung. Aber egal. Wenigstens habe ich hier jetzt zwei Herzen an der Stelle. Sagte er und kassierte einen Treffer und dann noch einen Tod. Ach komm, lass mich das Level schaffen. Ich weiß, ich habe gesagt, es ist nicht schlimm, wenn wir es in diesem Part nicht mehr schaffen. Aber ich würde es doch noch sehr gern schaffen. Weil ich glaube, so viel kommt da gar nicht mehr. Und im nächsten Part müsste ich dann einfach das Level wieder von vorne anfangen. Und das möchte ich nicht unbedingt. Da gab es schon ein paar fiese Stellen. Und hier sind immer noch fiese Stellen. Ah komm. Aber wenigstens habe ich hier nochmal ein Herz gekriegt. Okay. Einfach schön Safety spielen. Und dann kommt man da schon mal mit Dixie hin. Das ist schon mal gut. Komm, dann würde ich sagen, schwimme ich hier jetzt gekonnt durch. Seit wann kommen da die kleinen Zahnräder? Die sind noch nie gekommen. Ach komm. Leck mich doch. Leck mich doch. Ja, jetzt kommt das Riesenrad. Und warum schwimmt er nicht nach unten? Betrug. Ich habe wirklich nach unten gelenkt jetzt. Da konnte ich jetzt wirklich nichts für. Komm, ich möchte doch einfach dieses Level noch schaffen in diesem Part. Ist es zu viel verlangt? Anscheinend schon. Anscheinend schon. Aber dafür haben wir die anderen zwei Level solide geschafft. So, hier habe ich den Treffer eingesteckt, weil hier unten gibt es eh wieder ein Herz. Genau. Und dann passt das Ganze. So, geh mal hier lang. Genau. So. Und dann muss ich hier jetzt schön aufpassen. So, am besten ich schwimme mal so. Ja, doch, das ist gut. Das ist gut mit Dixie. Wenn man das richtige Timing raus hat. So ein bisschen, ne? Ah, shit. Und das Riesenzahnrad kommt wieder. Und jetzt aber direkt nach unten. Aber sowas von nach unten. Und da ist einfach auch schon das Ziel. Ja, GG. Ich hänge da einfach ewig vor dem Ziel rum. Aber egal. Der Part hat trotzdem eine solide Länge, wie ich finde. Und ist auf jeden Fall anschaubar. Auch wenn ich jetzt hier ein bisschen gefailt habe. Genau. Und das nächste Mal kommt dann auch schon wieder der Boss dieser Welt. Genau. Vier Boss, Fisch und Chimps. Das klingt ja spannend. Aber das schauen wir uns auf jeden Fall erst im nächsten Part an. Weil sonst würde der Part, glaube ich, echt Überlänge bekommen. Und das möchte ich nicht. Deshalb würde ich sagen, wenn euch dieser Part von Donkey Kong Country Tropical Freeze gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Diese Unterstützung ist keine Pflicht, aber dennoch kostenlos. Und würde mir sehr helfen, mit dem Kanal zu wachsen. Deshalb würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber ansonsten danke ich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.